Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Ich habe die Portal jetzt seit gut einer Woche in Benutzung und ich muss sagen, meine anfängliche Meinung hat sich nicht wirklich geändert. Auch nach jetzt über einer Woche Benutzung erschließt sich mir das Konzept der Portal nicht wirklich. Deswegen will ich auch direkt mit dem für mich wichtigsten Thema anfangen, der Portabilität bzw. die Nicht-Portabilität. Ich glaube, Sony hat auch einen Grund, wieso die Portal Portal heißt und nicht Portable. Das Teil ist so portabel wie ein Stein. Wobei, wenn ich unterwegs bin, kann ich mit dem Stein tatsächlich sogar mehr anfangen. Die Portal lässt sich nämlich anders als erhofft nicht mit irgendeinem von mir getesteten öffentlichen WLAN betreiben oder mit meinem 5G-Hotspot, der eigentlich ausreichend Geschwindigkeit haben sollte. Auch die Funktionalität bei jemand anderem im WLAN ist eher mager. Man bekommt zwar ein Bild und man kann auch spielen, aber richtig gut fühlt sich das auf keinen Fall an. Ständig wird das Bild runtergerendert, sodass ich teilweise in 360p Pixelbrei gespielt habe. Oder ich habe den ein oder anderen Rückgang in Kauf nehmen müssen und auch der Input-Lag war für mich in hektischen Spielen einfach zu groß. Genau diese Gründe bedeuten, dass die Portal eigentlich genau einen Zweck bzw. eine Bestimmung hat. Und das ist ganz klar die Nutzung in den eigenen vier Wänden. Wenn man das erstmal begriffen hat und auch akzeptiert hat, aktuell bin ich noch so ein bisschen in der Akzeptanzphase, da kann man auch wirklich Spaß mit der Portal haben. Obwohl, so richtig stimmt das nicht. Ich weiß, ich bin ein pingeliger Typ und habe auch immer was zu meckern. Aber wer mich kennt, weiß, jetzt geht's erst richtig los mit der Meckereien. Fangen wir also erstmal mit was Gutem an. Die Verarbeitung, das Display, die Haptik sind für mich eine 1 plus mit Sternchen. Ich hatte selten Gerät in den Händen und dachte von der ersten Sekunde an, dass es sich richtig, richtig gut anfühlt. Und das waren auch schon die positiven Punkte, die ich sagen kann. Die Thumbsticks, die sind mir tatsächlich erst später aufgefallen. Die sind nämlich etwas kleiner als die normalen DualSense-Controller. Was ich nicht unbedingt schlimm finde, aber ich finde, das sollte ich auf jeden Fall mal erwähnen. Das hatte ich nämlich im Unboxing-Video und auch in den ersten Schritten nicht bemerkt und auch nicht erwähnt. Ohne Internet und ohne PS5 kann man mit der Portal nichts machen. Ich finde, das sollte man auf jeden Fall mal ganz, ganz, ganz klar sagen. Also wirklich gar nichts. Nicht mal irgendwelche interessanten Einstellungen. Man kennt es ja von den ein oder anderen Handys aus der Vergangenheit für Leute, die schon etwas älter sind. Da hat man auch mal ein bisschen in den Einstellungen rumgeguckt. Was kann man einstellen, wenn man gerade nicht zu spielen hatte oder nichts zu tun hatte? Selbst das gibt es bei der Portal nicht. Selbst ein, ich würde sagen, 30 Jahre altes Nokia-Handy kann mehr als die Portal, weil damit könnt ihr theoretisch auch heute noch andere Leute anrufen. Also mit der Portal könnt ihr ohne Internet und ohne PS5 nichts machen. Der Akku ist meiner Meinung nach zu schwach dafür, dass es eigentlich nur ein Remote Player ist, also nur Remote Player auf den Bildschirm bringen muss. Ich will ungern diese Vergleiche ziehen, aber Apple schafft mit dem Tablet der gleichen Größe, also 8 Zoll, mehr Akkupower und damit kann ich viel, viel, viel mehr machen. Ein Steam Deck, eine Switch, die Akkuzeiten sind da nicht weit davon entfernt und das sind halt voll funktionsfähige Konsolen. Gut, da ich die Portal effektiv eh nur zu Hause nutzen kann, kann ich ja einfach mit dem langen Ladekabel an eine Steckdose. Ah ne, da war ja was. Das mitgelieferte Ladekabel hat nur 1 Meter und hat kein Netzteil. Aber gut, dass ich eine Switch und auch ein Steam Deck habe, die beide mehr Länge und ein integriertes Netzteil bieten. Also lade ich einfach die PS Portal aktuell mit dem Ladekabel von dem Steam Deck. Das allergrößte Fragezeichen ist für mich aber immer noch die Verbindung der Portal zur PS5. Ich will ja nicht immer mit anderen Geräten vergleichen, aber vor 11 Jahren ungefähr kam ein Gerät, das so doll gefloppt ist, dass es mir schon fast wehtut. Ein Gerät, das bereits dieses Feature des Remote Play in den eigenen vier Wänden inkludiert hatte und keine 220 € extra, auf den Preis komme ich aber später auch noch zu sprechen, gekostet hat. Eine Konsole, die so gut wie keinen Lag hatte, und ich glaube, der ein oder andere weiß jetzt schon, welche ich meine, die Wii U. Klar, das Tablet war klobig, der Akku war Mist, der Touch aus der Steinzeit, aber das große Aber, die Konnektivität der Portal so weit voraus. Sicher, nach 10 Meter oder einer dicken Wand war die Verbindung, sagen wir mal, schwierig. Von einer anderen Etage oder anderen Wohnung brauchen wir gar nicht reden. Aber wenn ich mit der Portal und dem Router und der PS5 in einem Raum bin, die PS5 mit LAN angeschlossen ist,
ich 50 Mbit Upload und 500 Mbit Download habe, erreiche ich nicht ansatzweise das, was ich mit der Wii U erreicht habe. Meine Frage ist also, die große Frage, wieso man nicht eine Zweifachverbindung hingekriegt hat. Einmal für die 99% der Leute, die im gleichen Raum wie die PS5 weiterspielen, die Wii U-Technologie benutzen und für die restliche Zeit die Remote-Play-Verbindung. Das Wii U-Feature konnte man sicher in den letzten 11 Jahren auch so weit ausreizen, dass vielleicht sogar die ganze Wohnung damit abgedeckt wäre. Ich habe teilweise in meiner eigenen Wohnung mit den besagten Konditionen keine 1080p, teilweise Input-Lag, wobei der DualSense ja direkt an der PS5 ist. Ich kann kleinere Texte trotz... Also wirklich, der Bildschirm ist ja super, 8 Zoll, 1080p, 60 Frames. Ich kann kleine Texte manchmal nicht lesen, weil ich nicht die 1080p auf dem Bildschirm bekomme. Und kommen wir mal zum Preis. Eigentlich bin ich nicht so ein Preisreiter, weil ich finde immer, es ist immer das wert, was jemand bereit ist zu zahlen. Aber 220€ ist schon echt viel Geld, wenn man bedenkt, dass ohne eine PS5, ohne ein WLAN, nichts mit dem Gerät, also ihr könnt nichts mit dem Gerät machen, ihr könnt es als Bootstopper benutzen oder ich weiß nicht, also ihr könnt effektiv nichts damit machen. Das Witzige ist, ihr könnt nicht mal den Controller benutzen, quasi als zweiten Controller für die PS5, solange ihr kein WLAN habt. Das müsst ihr mal ausprobieren. WLAN an der PlayStation ausmachen, ihr könnt nicht mal den DualSense an der PS Portal als DualSense benutzen. Ich habe teilweise früher die PS Vita als vierten Controller benutzt. Ich hatte drei Controller. Wenn dann noch ein vierter Mann dabei war, habe ich die PS Vita rausgekramt und konnte die PS Vita auf der PlayStation 3 und PlayStation 4 als vierten Controller benutzen. Selbst das geht nicht. Außerdem würde ich mir wünschen, dass gerade sowas mit Software-Updates reinkommt, die Stabilität und Funktionalität erweitert wird. Dass die Portal mit einem WLAN-Hotspot des Handys nicht funktioniert, ist einfach Unsinn. Eine Portal mit einer eSIM, sodass man überall spielen könnte, hätte auch so viel mehr Sinn gemacht. Ihr merkt, ich bin sehr negativ eingestellt. Ich finde die Idee zwar klasse von der PS Portal, aber die Umsetzung hakt einfach an allen Ecken und Enden. Ich will ungern Videos so negativ beenden, aber ich habe leider nicht mehr Positives zu der Portal zu sagen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Wie gesagt, der Use Case für zu Hause, auf der Couch, wenn die PlayStation 5 in der gleichen Wohnung ist, ja, der funktioniert. Also, den Punkt gebe ich. Aber alles andere funktioniert halt nicht. Und dafür, finde ich, ist die Portal einfach A zu teuer. Und wie gesagt, mit Hinblick auf eine Wii U, die 11 Jahre alt ist und das Feature viel, viel besser rübergebracht hat, zu schlecht. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Lasst ein Follow auf den Kanal da und ein Like auf dem Video. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.